Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Spintires. Wir spielen im Moment auf der Karte Flood im Modus Simulation und wie ihr seht, ist es jetzt mittlerweile auch wieder hell geworden und wir können jetzt auch unseren Weg, unsere Fahrt in Richtung anderes Ufer antreten. Und zwar stehen wir im Moment mit dem E7310, also dem schweren Bergungsfahrzeug, hier an der Uferseite und wollen jetzt zu diesem Ufer, um dann hier den C6522 zu bergen, sozusagen aus dem Wasser rauszuziehen. Und da haben wir uns folgendes letztes Mal überlegt, und zwar wollen wir hier da zu diesem noch nicht überschwemmten Gebiet dann rüberfahren, dann hier entlang und dann hier wieder zu dem Festland hier rüber. Genau, und das werden wir uns auch machen. Wir sehen jetzt auch gut das Gebiet da drüben. Wenn es noch heller wird, können wir vielleicht auch irgendwann da drüben das Festland noch sehen. Das findet sich dann irgendwo da, sollte auch nicht allzu weit weg sein. Und dann machen wir uns hier direkt mal auf den Weg, starten den Motor und hoffen mal, dass wir hier gut durch das überschwemmte Gebiet durchkommen. Wir müssen halt gucken, dass wir nicht so, dass wir halt da, gut, kriegen wir da schon was, dass wir vielleicht irgendwie die Baumstämme da vorne gut nutzen und halt möglichst nicht in zu lange in tiefem Gebiet, tiefem Wasser fahren. Also, let's go, Action, es wird spannend, Handbremse lösen, dann geht's los. Und da haben wir schon gefährlicher Wasserstand, wir haben nämlich keinen Plan, wie tief das jetzt hier ist. Das ist ja überhaupt nicht tief. Ey, das geht ja hier voll. Wieso sind wir nicht früher schon mal hier lang gefahren? Naja, gut, wer weiß, wie es hier ist. Aber hier haben wir uns, wir sind ja bis jetzt immer hier. Als wir darüber wollten, zu dem Ufer gefahren sind, sind wir immer hier so lang gefahren, ja? Also sind wir ganz gut durchgekommen. Aber hier geht es jetzt voll mit dem Tief. Ich dachte, es wäre hier viel tiefer. Frage ist nur, wie tief es dann hier ist. Das werden wir dann gleich sehen. Aber hier geht es jetzt voll. Vielleicht nehmen wir nämlich dann immer den Weg auch zum Holz transportieren hier lang. Oh, jetzt geht es nämlich tiefer. Aber gut, das Fahrzeug muss man natürlich überlegen. Ist auch nochmal ein bisschen größer als die anderen Fahrzeuge, mit denen wir bis jetzt durchs Wasser gefahren sind. Da ist es natürlich hier kein Wunder, dass für den ist das noch nicht zu gefährlich, noch nicht zu tief ist. So, jetzt schön hier hin. Ey, Leute, wie geil ist das denn? Was ist da los? Wie geil ist das? Guck mal, wie gut wir hier durchs Wasser kommen. In wenigen Minuten. Das war nicht mal eine Minute oder so, sind wir schon hier so durch. Ist halt die Frage, da drüben müssen wir jetzt hin, genau. Und da haben wir doch hier in der Mitte irgendwann das hier. Also wir fahren jetzt so weit vor, bis wir da sind, dann können wir hier im 90-Grad-Winkel ungefähr so fahren. Das heißt, bis da und dann rechts rüber. Da ist dann vielleicht immer so ein bisschen höhere Fläche. Alter, Leute, wie geil. Was haben wir denn hier für eine gute Stelle? Wieso sind wir nicht früher schon mal hier lang gefahren? Okay, wir fahren jetzt nicht mal da hinten diesen langen Umweg. Gut, dass wir jetzt das hier gefunden haben. Genau, dann ist einmal, wo wir nach da hinten gefahren sind. Wobei, wir sind bis jetzt auch nur einmal hier lang gefahren. Um dann hier oben das zu erkunden und hier das Fahrzeug freizuschalten. Und dann sind wir halt hier rüber zweimal. Einmal mit dem C6522 im Orangenen und dem C255. Aber das sollte jetzt eigentlich besser unsere neue Strecke werden. Also von dem hier ist es gut. Gucken wir mal, wie tief das jetzt hier rechts wird. Also auch dann, um die Werkstatt und so freizuschalten und das Holz zu transportieren. Das ist auch viel, halt, damit ist nicht, die Strecke ist nicht so lang. Wir brauchen nicht so viel Sprit. Alter, ist das hier geil. Ich glaube, wir haben hier die beste Stelle entdeckt, wo man hier durchs Wasser durchfahren kann. Krass. Leute, wir haben die Stelle. Das ist unsere Stelle, wo wir durchs Wasser durchfahren werden. Wo wir hier die... Das ist es, Leute. Geil, wir haben die Stelle entdeckt. Das ist echt die beste Stelle hier. Gut, ich weiß nicht, wie es bei anderen Fahrzeugen gewesen wäre, von dem Tiefen halt her. Aber der hier kann hier echt ohne Probleme locker durch. Ey, das, Leute, das ist so geil. So geil! So geil, ey, das ist krass. Wie geil ist das denn? Wie gut man hier durchkommt. Gut, dass wir das hier ausprobiert haben. Wir wollten ja erst hier hinten lang fahren. Boah, da hätten wir vielleicht drei Teile gebraucht. Und hier sind wir jetzt innerhalb von einem Teil ans andere Ufer gekommen. Bin ich froh, dass wir das ausprobiert haben, Leute. Bin ich froh, dass wir das gemacht haben. Gut, dass wir da erst geschaut haben, dass ob es ganz gut aussieht und dann das hier jetzt auch gemacht haben, wie lang gefahren sind, nicht diesen langen Umweg, der ganz außen entlang gefahren sind. Aber ich glaube, das ist echt, das ist jetzt mittlerweile echt so die beste Stelle, so die kürzeste, weil hier ist, glaube ich, nochmal viel tiefer. Wir haben ja gesehen bei dem hier, wie tief das da gewesen ist. Alter. Richtig Glück gehabt. So, müssen wir einmal darüber in diese Richtung, einmal dem Kompass hinterher, Pfeil, wie es am Kompass steht, hinterher in diese Richtung, am Ufer entlang, in Richtung Ufer. Und dann ziehen wir den C6522 an Land. Dann geht es einmal vor zur Utility Card, nicht Utility, zur Garage Card oder wie es heißt, also zu dem Garagenanhänger. Holen den ab und dann geht es in den Werkstatt. Ach, scheiße, können wir den überhaupt anhängen? Scheiße, wenn wir den nicht mehr anhängen können, dann ist am Arsch. Dann sind wir am Arsch. Weil dann kriegen wir, dann müssen wir den irgendwie anders. Weil wenn der an den jetzt nicht mehr dran geht, an den, dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht irgendwo anders anhängen können. Weil wenn das nicht mehr geht, dann kriegen wir nämlich die Werkstatt nicht mehr. Das wäre echt scheiße. So, wo lang? Muss irgendwie mal nach rechts. Das kann ich mir noch vorstellen, dass wir den Anhänger vielleicht gar nicht mehr anhängen können. Das wäre fatal. So, hier mal, das ganze Gelände hier in
Kinderspiel, der fährt hier einfach durch. So, müssen wir jetzt einfach so weit ins Wasser fahren, rückwärts rein, dass wir dann vorwärts rausfahren können. Und ziehen ihn einfach raus. Schwere Bergungsfahrzeuge, so geil. Es fährt einfach lang, es ist egal, was da im Weg ist, außer ein ganz dicker Baum. So ein Mammutbaum fällt es natürlich nicht um, aber sonst hier, egal was da ist, einfach zu, drauf zufahren. Hier vorne, seht ihr, das Wasser ist noch relativ still, da ist es nämlich nicht so tief. Aber dahinter, wo es dann schneller wird, da ist es nämlich nochmal deutlich tiefer. So, ein bisschen auf den Kraftstoff achten. Weil wir haben jetzt noch einen halbvollen Tank. Das geht noch. Wasserstand. Das ist hier aber nicht. Das ist, echt, das ist so ein krasses Fahrzeug. Was drauf hat hier? Bei anderen Fahrzeugen wäre das jetzt hier schon längst fast zu tief. Ich glaube, das wäre das hier schon mal ein bisschen tiefer, weil das ja nochmal ein bisschen größer hat, größere Reifen und alles. Na, lenk doch mal ein. Da wäre das für das da hinten schon wahrscheinlich gefährlicher. Hier der Wasserstand, sage ich mal, also die Tiefe. So, einmal waschen, einmal Tauchgang. So sollte man nur so nah fahren, wie wir wirklich brauchen, um ihn zu kriegen. Also hier geht's, ihr seht, hier geht's echt nochmal tief runter. Kommt nämlich jetzt gleich, glaube ich, der tiefe Teil, da war nochmal hier so ein Huppel. Oh je, da ging es tief runter. Aber jetzt soll es reichen, oder ja. Okay. Wir gehen nicht auf Beschleunigen, wir gehen auf Ziehen. Wir legen nämlich den Vorwärtsgang ein und fahren vorwärts raus. So. Mit dem Dings im Schlepptau mit dem C6522 im Schlepptau geht's aus dem Wasser raus. Wie geil ist das? Man sieht jetzt hier diese Leine, die Winde nicht so. Jetzt gut, sieht man es aber davor so unsichtbar. Ziehen wir den jetzt hier so unsichtbar am Seil, ziehen wir den jetzt hier aus dem Wasser raus, kann man so sagen. So, und jetzt geht's einmal ganz raus. Bevor das noch weiterfahren kann. Sehr cool. Dafür ist ja das schwere Bergungsfahrzeug da, um hier auch in schwerstem Gelände bergen zu können. In schwierigsten Umgebung, in schwierigster Begebenheit, genau. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir fahren. Am besten fahren wir hier vor, würde ich sagen. Warte mal. So, oder? Dann können wir nämlich hier diesen Weg genau lang fahren. So. Vielleicht können wir auch die andere Seite vom C6522 annehmen als Punkt zum Ziehen. Ich hoffe halt einfach mal, dass wir den Anhänger anhängen können, den Garage Card an den Dings anhängen können. Wir müssen den so dann dran ziehen, dass wir genau den Anhänger anhängen können. Also sonst müssen wir echt gucken, ob wir noch mit einem anderen Fahrzeug den ziehen können. Dann müssen wir alles ausprobieren. Ja. So, da ist der rote Kreis, ab dem wir dann nach rechts wollen. Also kommen wir jetzt hier nach rechts und da vorne. Warte mal, was ist denn da der... Oh, halt, ich hab die Baumkreuz gar nicht drauf geachtet. Der wird immer noch schön hinterhergezogen. So, wo ist denn da jetzt der Weg? Ja, schon klar, noch 30 Meter wechseln wir halt jetzt mal. Okay, wir müssen da drüber, da vorne muss es sein. Gut, dass es diese roten Markierungen für den Kreis da gibt, sehr nützlich. Vorne muss ja die besser befahrbare Strecke sein. Wobei wir mit dem hier auch gut hier lang kommen. Dann müssen wir Differentialsperre und Allrad anmachen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Differentialsperre ausmache, verbraucht er gar nicht weniger Kraftstoff. Das heißt, es ist eigentlich relativ egal, ob ich die jetzt anhabe oder nicht. Macht der Allrad schon mehr. Allrad macht deutlich mehr aus als die Differentialsperre. Dann wollen wir Allrad machen. Guck mal hier! Wenn die Differentialsperre an ist, aber dafür der Allrad aus, brauchen wir viel weniger Kraftstoff. Und er fährt sich trotzdem noch genauso gut wie mit Allrad. Differentialsperre macht gar keinen Unterschied, ob die an ist oder nicht, für den Kraftstoffverbrauch anscheinend. Okay, jetzt weiß ich das auch. Irgendwie hoch. Irgendwie wirst du schon da hochkommen, irgendwie machst du das. Weil jetzt über ein bisschen Umwege auf den befahrbaren Weg da. Immer wenn wir ohne Allrad fahren können, fahren wir ohne Allrad. Wir müssen halt wieder auf die andere Uferseite kommen. Aber ich glaube, wir haben irgendwo noch, wir können da hinten nochmal tanken.
aber ich weiß gar nicht, ob wir dann den... Ach, scheiße, wir müssen den Anhänger dann ja erst anhängen, ne? Um irgendwie auftanken zu können. Naja, wir gucken mal, ob wir da irgendwann... Weil da hängt ja, da steht auch der Mehrzweckanhänger, da ist auch noch Kraftstoff drin. Wir gucken einfach mal. Ich hätte schon früher mal das sehen müssen mit dem Allrad, dass wenn der aus ist und die Diffsperre an ist, dass man trotzdem so gut fahren kann. Und noch weniger Kraftstoff verbraucht. Aber gut, jetzt wissen wir es jetzt. Immerhin. So. Also jetzt schön den Weg hier lang fahren bis zu dem Punkt, wo wir damals hier auf der Map gestartet sind. Sie würde gleich hinter uns her. Guck, wenn wir hier Differentialsperre ausmachen, wird der Kraftstoffverbrauch nicht geringer. Also wir können ihn ruhig die ganze Zeit anlassen, die Differentialsperre. Außer wir müssen sie ausmachen, weil wir sonst Schaden bekommen würden. So, hier brauchen wir wieder Allrad. Na, hier geht es auch ordentlich hoch. Wir haben ja noch das ganze schwere Fahrzeug da hinten im Gepäck. Das wäre echt halt gut, wenn wir den mal auftanken könnten irgendwo. Jetzt mit 200 Liter Kraftstoff. Vielleicht können wir hier aber an den Anhänger hier, weil wir die Sattelkupplung ja haben, vielleicht den Mehrzweckanhänger anhängen und dann das reparieren. Ja, ein bisschen nicht reparieren, sondern halt auftanken. Das wäre gut. Aber wir werden es gleich sehen. Probieren es aus, wenn wir da sind. Probieren es aus, wenn wir dann da sind. Allrad aus, Allrad aus. 1 plus. Ja, bringt nicht mehr wirklich. Egal, lassen wir es mal. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle können wir es vielleicht positiven Nutzen draus ziehen. Wobei, naja, eher weniger. Wobei, vielleicht fährt er ein bisschen schneller. Jetzt überdreht er gleich. Das bleibt stehen. Aber vom Schaden her ist das Ganze hier noch kein Problem. Jedenfalls müssen wir halt echt irgendwie wieder mit so einem Kraftstofffahrzeug hinterherkommen und auftanken. Ich hoffe halt, dass wir sowas nicht beim Holztransport die ganze Zeit machen. Das wäre nervig. Wir müssen dann immer mit dem Kraftstofftank irgendwie mal hinterherkommen, um das Fahrzeug dann wieder zurückzubringen zum Holz. Um es dann wieder zum Holz aufladen, Holz holen zu bringen. Vielleicht sollten wir mit dem C6522 beiden Kurzholz transportieren, mit dem DVV35 mittellange Holzstämme, und dann haben wir das ja geschafft. Genau so wäre das vielleicht eine gute Idee. So, jetzt sind wir hier beim Ziel fürs Holz. Irgendwo links müssen wir mal gucken, müssen wir hin. Da müssen die Anhänger stehen. Ich glaube da vorne, ich habe es glaube ich gesehen. Lassen Sie es in dem Teil noch probieren. Mit dem Ankuppeln. Ich hoffe mal, es klappt. Wenn nicht, dann schlecht. Dann ist schlecht. Schlecht. Naja, gut, jetzt erstmal auf die Straße. Dann hängen wir erstmal den Mehrzweckanhänger vielleicht an den schwere Bergungsfahrzeug an, weil wir haben eine Sattelkupplung und dann geht es vielleicht. Ich weiß es aber nicht. Ich wüsste nicht, für was sonst die Sattelkupplung mal gut ist, weil wir haben die bisher noch nie gebraucht. Oh, der Kraftstoff ist jetzt auch schon im roten Bereich. Also ich glaube, wir müssten auf jeden Fall ein Kraftstoff-Nachfüllfahrzeug sozusagen irgendwie holen irgendwann. Jetzt mal irgendwie um die Kurve. Genau, wir müssen eigentlich den Lieferwagen hier genauso an den Anhänger rankriegen. So, aber ich würde sagen, wir hängen den jetzt mal kurz ab. Gucken mal, dass wir in die Sattelkupplung irgendwie drankommen. Ach du Scheiße. Wir müssen da rückwärts dran. Scheiße, geht das? Ich weiß es nicht. Wir brauchen den Anhänger jetzt echt. Wir brauchen den Kraftstoff und auch die Reparaturpunkte, die da drauf sind. Ups, das war der Baum. Die brauchen wir halt wirklich. Weil wir ja die Dings, dann könnten wir den Lieferwagen hier reparieren. Dann könnten wir auch da die Beschleunigungsfunktion zum Beispiel ab und zu mal benutzen, weil es geht ja nicht, solange der Motor nicht geht, sondern das Fahrzeug hinüber ist sozusagen. Dann können wir den hier irgendwie. Den können wir bestimmt nicht anhängen, oder? Den Garage. Lass uns mal ausprobieren. Das wäre natürlich cool, wenn wir davon dann zwei hätten oder so, die ein schwere Bergungsfahrzeug hier zum Rüberziehen anhängen könnten. Das ist nur Linde. Ah! Das wäre dann eine Möglichkeit dann. Wir könnten den Garage Card auch mit der Winde dann rüberziehen. Ans andere Ufer. Aber wir müssen auf jeden Fall hier mit der
hier irgendwie mit einem Fahrzeug hin, was wir, mit dem wir das Ding hier auftanken können, den. Das schwere Bergungsfahrzeug, anders schaffen wir das nicht. Genau, das mit der Winde dann rüber zu, wäre natürlich. Oh. Außer wir kriegen jetzt den Mehrzweckanhänger dran. Ich weiß halt echt nicht, ob das geht. Verdammt, kann man nicht an dem Anhänger vorbei, verdammt normal. So, jetzt aber. Oh, ich glaube, es hackt, oder? Mann. Immer wieder in den Graben rein. Was ist denn da los mit dem? Ach. Weißt du was? Scheiße da echt hier. Muss jetzt irgendwie mal gehen. Nur für 3 Minuten Kraftstoff oder so. Okay, das ist schon sicher, wenn der Mehrzweckanhänger jetzt nicht dran geht, dann müssen wir mit dem Utility Card vom C255 hierher. Ich habe wieder umgeleitet. So. Entfernung verringern. Hä? Der würde den echt anhängen können. Ja, genau, dafür ist die Sattelkupplung da. Entfernung verringern. Wie nah denn noch? Das heißt ja doch, dass die Sattelkupplung bei dem hier doch dazu in der Lage ist, den anzuhängen. Ja, geil! Leute, wie geil ist das denn? Yeah. Es funktioniert. Genauso, wie wir es uns gedacht haben. Genau, weil ich habe mich nämlich immer gefragt, man kann nämlich an den schweren Bergungsfahrzeugen eine Sattelkupplung und einen und diesen Bergekran anhängen. Was anderes kann man ja nicht anhängen. Ich habe mich immer gewundert, für was ist denn jetzt die Sattelkupplung da? Weil man konnte ja sonst nichts anbauen und dann auch nichts mehr auswählen, wenn man die Sattelkupplung ausgewählt hat. Das heißt, wenn man hier den Anhänger abgestellt hat, kann man dann hier mit der Sattelkupplung vom schweren Bergungsfahrzeug die anhängen. Sehr geil. Haben wir hier Reparaturpunkte und wir haben Dings. Ist das nicht geil? Wir haben Kraftstoff. So, der Kraftstoff kommt auf jeden Fall hier rein. Und der Dings kommt da vorne rein. Die Reparaturpunkte kommen zu dem hier vorne. Gucken mal, wie weit der das dann schafft. Mit dem Garage Card auf die andere Seite. Nice. Da sind wir vollständig repariert. Sehr geil. Können wir nämlich den Garage-Anhänger wieder anhängen. Leute, es läuft einfach wie am Schnürchen. Es läuft perfekt. Handbremse sollte man natürlich ausmachen, sonst fährt er auch nicht rückwärts. 2 Liter Kraftstoff pro Minute gerade. 0 Liter. Entfernung verringern. Jetzt. Mhm. Ein Stück zurück, aber ja, das passt so nicht, das ist zu schräg dran. Ich muss mal hier von der Straße aus probieren. Wie geil ist das denn? Der funktioniert wieder. Leute, es läuft gerade perfekt. Wir konnten den Mehrzweckanhänger anhängen. Hier, das geht wieder dran. Geil, ich kann ankoppeln. Geil. So Leute, aber ich würde sagen, das war's an der Stelle schon wieder von dem Teil hier von Let's Play Spintires. Im nächsten Teil geht es dann damit weiter, dass wir jetzt erstmal probieren, mit dem hier ohne die Hilfe vom schweren Bergungsfahrzeug wieder hier rüberfahren und die Werkstatt dann mal freischalten und sonst, wenn es nicht klappt, dann wir irgendwo hängen bleiben. Gucken, dass wir mit dem schweren Bergungsfahrzeug hinterherkommen, beziehungsweise erstmal hier vielleicht dann irgendwie nochmal, ja, der muss ja nochmal aufgetankt werden, der schwere Bergungsfahrzeug wahrscheinlich, dass wir da irgendwie das nochmal. Ah ne, der schwere Bergungsfahrzeug muss ja gar nicht aufgetankt werden, genau, dass wir mit dem schweren Bergungsfahrzeug hinterherkommen, hat er wieder
5 Liter Kraftstoff sehen, dann wieder weiterziehen, falls der hängen bleiben sollte. Der Mehrzweckanhänger bleibt dann hier stehen, der ist jetzt eh nur noch sinnlos für uns. Der hat jetzt hier keine Punkte mehr, die wir noch Kraftstoff, die wir noch verwenden können. Oder war es an der Stelle von dem Teil hier? Wenn er euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. War wirklich ein wieder richtig cooler Teil. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und hören wir uns hoffentlich im nächsten Teil wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.